Hallo ihr Lieben, heute habe ich noch meinen Lesemonat vom Dezember für euch. Der ist jetzt echt ein bisschen spät dran, diesen Monat. Ich gucke, dass ich dann nächsten Monat den vom Januar ein bisschen eher wieder hochlade, weil jetzt haben wir ja fast Ende Januar, also es ist eigentlich Ende Januar. Und den kriegt jetzt den Lesemonat für Dezember. Uiuiuiuiui. Ja, aber nächsten Monat, verspreche ich, kommt auf jeden Fall eher. Ich habe nächsten Monat auch kein Neuzugänge-Video, was ich machen kann, weil ich habe zwei Neuzugänge jetzt im Januar bis jetzt und ich glaube auch nicht, dass das mehr werden. Die werde ich dann einfach in den Lesemonat mit reinnehmen, weil ich die Bücher auch schon gelesen habe. Und ja, deswegen können wir das alles ein bisschen vorziehen, was den Lesemonat nächsten Monat betrifft. Aber kommen wir jetzt einfach zum Lesemonat vom Dezember. Diese wird jetzt noch nicht mal allzu lang werden, weil ihr alle Bücher, die ich im Dezember gelesen habe, bis auf eins, auch schon in einem extra Video gezeigt bekommen habt, weil es mal wieder so ziemlich alles Rezensionsexemplare waren, die ich im Dezember noch gelesen habe. Deswegen wird dieser Lesemonat jetzt noch nicht allzu lang werden. Nächsten Monat, der wird ein bisschen länger, weil ich ja jetzt zu den Büchern, die ich aktuell im Januar gelesen habe, keine extra Videos mehr gemacht habe. Und ja, ihr hattet ja gesagt, dass das für euch alles so passt und so in Ordnung ist. Und bevor ich es vergesse, ich wurde jetzt schon mehrfach gefragt, ob ich nicht mal ein Q&A machen kann. Also so ein Frage-Antworten-Video. Ich weiß nicht, wenn ihr Fragen an mich habt, kann ich gerne mal so ein Video machen. Ich weiß aber halt nicht, ob ihr Fragen an mich habt, deswegen frage ich jetzt einfach an dieser Stelle im Lesemonat einmal mit. Wenn ihr wollt, dass ich ein Q&A mache, dann schreibt mir doch einfach die Fragen gleich hier unten in die Kommentare. Wenn dann ein bisschen was zusammenkommt und ich damit so vielleicht so ein 5 bis 10 Minuten Video füllen kann, dann kann ich das sehr, sehr gerne machen. Nur ich wollte jetzt kein extra Video deswegen drehen, deswegen, wenn ihr Fragen an mich habt, schreibt sie gerne unten in die Kommentare und dann gucke ich mal, dass ich ein Q&A machen kann. Mehr wollte ich jetzt auch an dieser Stelle gar nicht sagen. Ich würde sagen, wir starten jetzt mit dem Lesemonat vom Dezember und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Ich habe die Bücher jetzt hier nicht sortiert oder in irgendeiner Reihenfolge. Ich nehme die jetzt einfach so, wie sie auf dem Stapel liegen. Und ja, das erste Buch, was ich unter anderem mit im Dezember gelesen habe, ist der sechste Teil der Diamonds for Love-Reihe. Im sechsten Teil dieser Reihe geht es um Alice Bennett und um Nate Becker heißt er, genau, Nate Becker. Und man wird die ersten 5 Teile schon so ziemlich auf diese Geschichte hier angeteasert. Man erfährt in den ersten 5 Bänden schon, dass Alice schon sehr, sehr lange in einen Freund der Familie verliebt ist und dass sie sich aber nicht traut, da mehr draus werden zu lassen, weil sie denkt, dass er sie sowieso nicht haben wollen würde und. Und man ist schon wirklich echt gespannt auf diese Geschichte und man freut sich dann schon so unglaublich drauf, dass man endlich die Geschichte von Alice lesen kann. Und dann habe ich sie gelesen und dann war ich eher enttäuscht, leider, als geflasht. Vielleicht hatte ich aber auch einfach zu hohe Erwartungen, nachdem ich, wie gesagt, die ersten 5 Teile auf diese Geschichte schon angeteasert wurde. Aber ich muss sagen, dass ich die Geschichte jetzt nicht schlecht fand, aber ich habe mir einfach was Besseres drunter vorgestellt. Ich habe mir einfach gedacht, dass diese Geschichte spannender wird, weil, wie gesagt, sie ist jahrelang in einen Typen verliebt, der ein Freund der Familie ist und sie traut sich nicht, da mehr draus werden zu lassen, weil sie denkt, dass er sie nicht will. Und ja, dann passiert es in diesem Buch doch recht plötzlich, dass Alice und Nate dann doch irgendwie zusammenfinden und das geht alles sehr, sehr schnell auch vonstatten in dieser Geschichte. Und dann haben wir hier ein bisschen Drama und naja, wie das halt auch immer so ist in diesen Liebesgeschichten und dann ist das Buch auch irgendwie schon wieder zu Ende. Und ja, ich fand das Buch leider ein bisschen, wie gesagt, enttäuschend. Ich habe mir da irgendwie mehr von versprochen gehabt. Es ist keine schlechte Geschichte. Ich mag die Geschichte auch sehr. Ich finde Alice als Charakter auch wirklich ganz, ganz toll. Ich finde auch Nate als Charakter wirklich ganz, ganz toll. Aber ich habe mir halt hier irgendwie auch ein bisschen was anderes so zur Geschichte vorgestellt. Zum Inhalt, wie gesagt, es geht um Alice Bennett, die schon seit Jahren in Nate Becker verliebt ist, den Freund der Familie und sich da halt nicht traut, mehr draus werden zu lassen. Und dann treffen die beiden, nachdem sie sich 3 Jahre lang nicht gesehen haben, weil Nate im Ausland gearbeitet hat, dann treffen die beiden halt auf einer Familienfeier wieder aufeinander und es sprühen nur so die Funken auf einmal. Und Nate ist jetzt für eine gewisse Zeit in der Stadt und arbeitet halt auch in San Francisco und die beiden treffen dann immer mal wieder aufeinander und schlussendlich verabreden sie sich. Und beide stellen fest, dass sie dann doch irgendwie mehr füreinander empfinden und wollen es gerne miteinander versuchen. Und ja, ob das dann mit den beiden schlussendlich klappt oder halt auch nicht, das ist es im Endeffekt, worum es in Diamond for Love geht. Und ja, wie gesagt, ich fand die Geschichte an für sich okay, ist kein schlechtes Buch. Aber ich habe mir mehr davon erhofft, nachdem ich halt 5 Teile da so angeteasert wurde zu dieser Geschichte. Ich bin jetzt aber auf die nächsten 3 Teile, die zu dieser Reihe ja noch dieses Jahr erscheinen werden, sehr gespannt. Da geht es dann noch um Blake, Daniel und Summer, die 3 jüngsten Kinder aus der Bennett-Familie. Und ja, bin gespannt, was da für Geschichten noch auf uns warten. Und ich freue mich da schon sehr drauf, die noch mitzulesen. Und ja, Diamonds for Love hat mir im Großen und Ganzen gut gefallen, hat mich jetzt aber leider nicht umgehauen. Mehr kann ich dazu jetzt auch nicht sagen. Wenn ihr mehr wissen wollt, schaut im Video vorbei. Dann habe ich im Dezember noch eins meiner Jahreshighlights gelesen. Und zwar
Revenge, Sternensturm von Jennifer L. Armentrout. Oh mein Gott, dieses Buch glitzert einfach mal so krass in der Kamera. Ich glaube, ich brauche hier nichts weiter dazu sagen. Ich liebe Obsidian, ich liebe Jennifer L. Armentrout. Es war klar, dass ich Revenge lesen muss. Ich liebe Revenge. Ich bin ein großer, großer Fan von Luke. Schon seitdem, ich glaube, im zweiten Teil von Obsidian kommt er das erste Mal drin vor, so ganz am Rande. Und spielt ja dann auch bei Obsidian schon eine gewisse Rolle. Und ich fand Luke schon bei der Obsidian-Reihe richtig cool. Er war da ja damals 15 und er war für mich damals schon so wie der Pate. So ein kleiner Pate. So ein Typ, der alles unter Kontrolle hat. So ein Typ, der über alles herrscht und über alles Bescheid weiß und halt auch so eiskalt ist. Und ich fand ihn damals einfach schon toll. Und als ich ja gehört habe, dass er seine eigene Geschichte bekommt hier in Revenge, bin ich ja ausgerastet. Ich habe gedacht, oh mein Gott, das ist so gut. Ich freue mich so. Und ja, war dann aber auch ein bisschen gespannt auf die Liebesgeschichte, weil wenn man Obsidian kennt, weiß man, dass bei Luke, was die Liebesgeschichte betrifft, das Ganze schon in eine bestimmte Richtung sich entwickelt hat. Und ich war einfach gespannt, wie Jennifer Armentrout das hier in diesem Teil aufgreift, was sie daraus macht. Und ich finde, sie hat es super gelöst. Ich finde, sie hat eine ganz, ganz tolle Geschichte geschrieben. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Man bekommt ja am Ende schon aufgezeigt, wie es weitergehen kann mit der Reihe, was jetzt hier noch für Fragen im Raum offen sind. Aber es ist kein fieser Cliffhanger jetzt hier am Ende. Aber es bleibt halt ein offenes Ende, weil halt noch Fragen zu klären sind und weil dann halt am Ende auch noch was passiert. Mehr verrate ich dazu jetzt nicht. Ansonsten, wie gesagt, geht es in dieser Geschichte um Luke und um Evie Dasher. Und ja, die beiden treffen dann in einem Club aufeinander. Und Evie fühlt sich sofort zu Luke hingezogen. Und sie weiß, dass sie sich ihm eigentlich nicht nähern darf, denn er ist ein Lux. Und es ist inzwischen bekannt, dass Lux in der Welt der Menschen leben, dass es Außerirdische unter uns gibt. Und ja, die Menschen sollen sich aber von diesen fernhalten. Und die Lux werden auch so ein bisschen ausgegrenzt aus allem. Und ja, deswegen weiß Evie, dass sie sich von Luke fernhalten muss. Kann das aber nicht so richtig. Aufgrund von Verkettung von unglücklichen Ereignissen treffen die beiden natürlich immer wieder aufeinander. Und ja, was dann mit Luke und Evie und den Lux im Allgemeinen in dieser Geschichte noch alles passiert, das ist es, worum es in Revenge geht. Und ja, auch hier möchte ich jetzt mehr zum Inhalt nicht verraten. Wenn ihr mehr wissen wollt, schaut im Video vorbei. Ich fand dieses Buch einfach großartig. Ich liebe Jennifer Armentrout. Ich liebe die Obsidian-Reihe. Ich fand Revenge ganz, ganz toll. Und es ist eins meiner Jahreshighlights. Was soll ich dazu sagen? Ich liebe, liebe, liebe dieses Buch. Und wenn ihr mehr wissen wollt, schaut im Video vorbei. Ich kann nur sagen, ich liebe, liebe, liebe diese Reihe jetzt schon. Und ich bin gespannt auf den zweiten Teil. Und ich freue mich schon so, wenn der dann irgendwann mal erscheint. Wahrscheinlich jetzt ist wieder im Herbst diesen Jahres. Ich habe ehrlicherweise noch gar nicht geguckt, ob es da schon einen Termin gibt, wann der zweite Teil kommt. Sollte ich vielleicht die Tage mal tun. So, und ja, mehr kann ich zu Revenge auch nicht sagen. Dann habe ich im Dezember noch ein Jennifer Armentrout Buch gelesen, nämlich den zweiten Teil der Wicked-Reihe, Thorn. Und ja, hier kann ich euch zum Inhalt auch nicht wirklich irgendwas verraten. Wenn ich das Buch jetzt wieder ewig in die Kamera halte, werde ich wieder gelb. Das ist doch kacke hier. Ich verstehe das immer nicht. Warum wird mein Bild extrem gelb, wenn ich immer blaue Buchcover in die Kamera halte? Ich verstehe es nicht. Weil die Kamera fixiert sich ja trotzdem auf mich. Naja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall kann ich zu Thorn nicht allzu viel sagen. Aber wie gesagt, es ist der zweite Teil der Wicked-Reihe. Es geht immer noch um Ivy und um Ren und um die Elfen, die versuchen, die Tore zur Underwelt zu öffnen und halt, ja, die Menschheit zu versklaven und zu unterjochen und halt in unsere Welt einzudringen und alles zu übernehmen. Und ja, dann passiert in diesem Teil auch noch ein bisschen mehr krasser Shit, auf den ich jetzt hier leider nicht eingehen kann. Ich kann nur sagen, dass mir hier die Handlung wieder sehr, sehr gut gefallen hat. Ich fand den zweiten Teil wirklich wieder richtig, richtig gut. Ich fand gut, was dort alles passiert ist. Es waren so ein paar Szenen, wo man dachte, ah, Ivy, bist du gerade ein bisschen dumm? Das musst du doch merken. Ja. Aber ansonsten war Ivy wieder großartig in dieser Geschichte. Ich fand es toll, was dort alles passiert ist. Ich liebe immer noch Tink als Nebencharakter. Tink ist ein so, 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 so toller Charakter. Ich bin so gespannt, was jetzt im dritten Teil mit ihm alles noch passiert. Ich hoffe, dass mit Tink nicht irgendwas Schlimmes passiert. Ich habe letztens mit der Tina schon Kommentare ausgetauscht. Und wir beide hoffen, dass Tink vielleicht irgendwann mal seine eigene Spin-Off-Reihe vielleicht sogar noch bekommt. Denn Tink ist einfach cool. Tink ist ein Brownie. Und was ein Brownie genau ist, das verrate ich euch nicht. Wenn ihr da auch mehr wissen wollt, dann schaut im Video vorbei. Ich kann auch nur sagen, dass der zweite Teil der Wicked-Reihe mir wieder sehr, sehr gut gefallen hat. Ich jetzt auf jeden Fall sehr gespannt bin auf den dritten Teil, der jetzt im Februar rauskommt. Den werde ich auch auf jeden Fall wieder mitlesen. Und ja, ich kann euch Jennifer Armentrout wirklich wieder nur empfehlen. An dieser Stelle sei nochmal erwähnt, dass die Wicked-Reihe keine Jugendbuchreihe ist. Die Wicked-Reihe ist eine Urban-Fantasy-Reihe für Erwachsene. Es kommt Erotik mit in dieser Reihe drin vor. Also Muttis, passt auf eure Kinder auf.
Falls ihr Kinder habt, die das gerne lesen möchten und wahrscheinlich so unter 14 sind, denen würde ich das jetzt nicht empfehlen aufgrund der Erotik, die in diesen Büchern drin vorkommt. Und ja, ich kann nur sagen, dass mir Thorn wieder sehr, sehr gut gefallen hat. Ich liebe Jennifer Lovenford einfach. Was soll ich dazu noch sagen? Ich glaube, ich brauche nichts mehr zu ihrem Schreibstil sagen. Ich liebe ihre sarkastische, witzige, offene Art, Geschichten zu erzählen, und sie hat einen gewissen Humor in der Geschichte. Sie hat also auch das richtige Gefühl so für die Ausgewogenheit zwischen Spannung und Liebesgeschichte und allem. Und ich finde die Kombination in dieser Reihe hier einfach ganz, ganz toll. Und ja, ich bin gespannt auf Brave, wenn das Buch jetzt im Februar erscheint. Und kann euch wirklich nur sagen, dass ihr die Wicked-Reihe auf jeden Fall lesen solltet. Wenn ihr gerne irgendein Fantasy für Erwachsene lest, dann schaut euch die Wicked-Reihe auf jeden Fall an. Ich liebe, liebe, liebe sie, und ich finde die Cover einfach auch richtig cool. Und ja, mehr kann ich dazu jetzt eigentlich auch nicht sagen, denn wie gesagt, wenn ihr mehr wissen wollt, schaut im Video vorbei. Dann ebenfalls im Dezember gelesen habe ich den dritten Teil der Sinners of Saint-Reihe Scandal Love von L.J. Sheen. Das Buch habe ich einfach vom Verlag zugeschickt bekommen. Ich habe es nicht angefragt oder irgendwas, weil ich ja schon genug Rezi-Exemplare hier noch hatte. Und der Verlag hat es mir einfach zugeschickt, wo ich mich mega, mega, mega drüber gefreut habe. Und ich habe das Buch dann auch gleich mitgelesen, denn ich war so gespannt auf den dritten Teil. Im dritten Teil geht es um Trent Rexroth und um Eddie Fantasy. Genau, Eddie Fantasy hieß sie. Und ja, bei den beiden ist ein relativ großer Altersunterschied. Ich glaube, von 15 Jahren waren es. Und ja, die beiden treffen dann aufeinander und Trent fühlt sich sofort zu ihr hingezogen und sie fühlt sich sofort zu Trent hingezogen. Und doch wissen beide, dass es ein Skandal wäre, wenn sie etwas miteinander anfangen würden. Und ja, was mit Trent und Eddie in dieser Geschichte alles passiert, was teilweise auch echt wirklich richtig heftig ist, was so da dahinter steckt. Das ist einfach nur wuhu. Und ja, was mit den beiden so in dieser Geschichte passiert, das ist es, worum es in Scandal Love geht. Ich kann nur wieder sagen, wenn ihr auch hier mehr wissen wollt, schaut im Video vorbei. Ich kann aber auch hier nur sagen, dass mir der dritte Teil richtig, richtig gut gefallen hat. Der dritte Teil war für mich vielleicht auch so der beste Teil der Reihe bisher. Ich fand die Geschichte einfach wirklich großartig. Ich fand großartig, was so da dahinter stand. Ich fand krass, was da so alles aufgedeckt wurde, und ja, mir hat die Geschichte einfach wirklich richtig gut gefallen. Ich fand den Verlauf der Geschichte toll, ich fand die Handlung toll. Ich fand diese abgedrehte Art und Weise, die Geschichte wieder zu erzählen, auch wirklich richtig gut. Die Sinners of Saint-Reihe hat ja einen sehr hohen sexuellen Anteil. Die Erotik in diesen Büchern dominiert schon recht. Man muss das definitiv mögen, so ein bisschen sowas Abgedrehtes, was abgefuckt ist, wie man auch neudeutsch sagen kann. Ich fand die Reihe wirklich bisher richtig, richtig toll. Ein Teil kommt ja jetzt noch raus, das ist Broken Love. Da bin ich auch schon sehr gespannt. In Broken Love geht es um einen Nebencharakter aus diesem Teil hier. Und ich bin schon gespannt, was mit dem auf sich hat, und freue mich da auch schon total drauf. Und ja, ich kann nur sagen, dass mir Scandal Love wieder sehr, sehr gut gefallen hat. Ich finde diese Reihe einfach großartig, weil sie einfach mal was komplett anderes ist und nicht immer alles nur dieses, alles ist schön, sie trafen sich, sie verliebten sich. Es gab ein bisschen Drama und alle leben happy und glücklich bis ans Ende aller Tage. Also so ist ja diese Reihe nicht, und das finde ich halt ganz, ganz toll. Es ist einfach mal was anderes, es ist einfach mal Abwechslung, und ja. Ich mag diese Geschichte, ich kann euch die Sinners of Saint-Reihe empfehlen, wenn ihr gerne mal so ein bisschen was Abgedrehtes lesen wollt. Aber ich empfehle halt auch immer, wenn ihr euch nicht sicher seid, ob das was für euch ist, dann schaut euch die Leseprobe an, ladet sie euch runter für den Kindle oder sonst was und schaut da einfach mal vorbei und lest rein und guckt, ob das was für euch ist, denn man erfährt schon so auf den ersten 30 Seiten, ob man sowas mag oder nicht. Ja, man muss das halt ausprobieren, und ich habe es ausprobiert und ich fand die Reihe ganz, ganz toll und ich liebe sie, und mehr kann ich dazu jetzt auch nicht sagen. Und wenn ihr mehr wissen wollt, schaut im Video vorbei. Ich glaube, das sage ich jetzt alle 2 Minuten. Schaut im Video vorbei. Ein Buch habe ich noch, wo ich diesen Satz auch nochmal sagen kann, und dann habe ich noch ein Buch, was ich noch nicht vorgestellt habe. Juhu! Das letzte Rezensionsexemplar, was ich im Dezember gelesen habe, war Catwoman Deepin von Gotham von Sarah J. Maas. Und ich habe mich sehr auf dieses Buch gefreut, denn ich liebe Sarah J. Maas und ihre Art und Weise, Geschichten zu erzählen. Und ja, ich finde auch Catwoman einen für sich als Geschichte wirklich richtig, richtig cool. Und deswegen habe ich mich schon sehr gefreut, als ich gehört habe, dass Sarah J. Maas Catwoman geschrieben hat. Und war wirklich sehr gespannt auf diese Geschichte. Und ja, was soll ich sagen? Ich habe etwas komplett anderes erwartet als das, was ich bekommen habe. Ich muss leider sagen, dass ich finde, dass hier zu wenig Parallelen zur Originalgeschichte für mich gewesen sind. Also so, wie ich sie kenne. Ich muss ehrlicherweise dazu sagen, ich habe die DC-Comics nicht gelesen. Ich kenne Catwoman wirklich nur aus der allerlei Verfilmungen. Aber da sich die Verfilmungen alle sehr, sehr ähneln, gehe ich davon aus, dass das irgendwie an die Comics angelehnt ist. Und ja, hier in dieser Geschichte war das halt alles irgendwie anders. Und wir haben ja auch eine sehr, sehr junge Selina Kyle. Und mir hat hier so ein bisschen der Superheldenanteil einfach gefehlt in der Geschichte, denn so wie ich Catwoman kenne, ist das einfach alles anders und nicht so wie hier. Und
ja, dieses Buch hat mich sehr enttäuscht, deswegen ist es dann am Ende auch auf meiner Lowlight-Liste gelandet ist. Ich hatte ja 2018 keine wirklich richtig schlechten Bücher außer eins. Und deswegen sind halt ansonsten auch nur Bücher auf der Lowlight-Liste gelandet, die mich eher enttäuscht haben als alles andere. Und ja, unter anderem halt auch Catwoman. Denn wie gesagt, ich habe was komplett anderes erwartet als das, was ich bekommen habe. Zum Inhalt, es geht in diesem Buch ja um Selina Kyle und Selina ist ein Mädchen, was versucht sich irgendwie durchzuschlagen. Sie haben eine Alkoholikermutter, die sich nie blicken lässt und sie kümmert sich halt allein um ihre kranke Schwester. Und ja, dann taucht die Jugendfürsorge auf und nimmt ihre Schwester in Obhut und sie soll in den Knast. Und ja, Selina bekommt dann ein Angebot, was sie nicht abschlagen kann und dann spielt die Geschichte, ich glaube, 2 oder 3 Jahre später und dann geht die Geschichte eigentlich auch erst richtig los. Und ja, Selina kehrt dann so nach 3 Jahren nach Gotham zurück, nachdem sie dieses Angebot angenommen hat und man erfährt das ganze Buch nicht wirklich, was sie genau eigentlich dort macht. Sie begeht Diebstähle und dann trifft sie auf andere Schurken und tut sich dann streckenweise mit denen zusammen. Aber man erfährt wirklich das ganze Buch nicht, was eigentlich ihr Antrieb ist da dahinter. Und erst auf den letzten 50 Seiten erfährt man, was genau eigentlich alles dahinter steht. Und ich denke mir so, ja, dann hätte man sich die 300 Seiten da mittendrin einfach ersparen können. Man hätte dann quasi aus diesem Buch ein 150-Seiten-Buch machen können, weil dann hätte man die komplette Geschichte erzählt. Und das war ein Punkt, was mich wirklich sehr, sehr genervt hat, was mich sehr, sehr gestört hat, dass Sarah J. Maas es hier nicht geschafft hat, während der Geschichte so Brotkrumen zu streuen, dass man wirklich auch ein bisschen was erfährt zum Hintergrund und das wirklich sich für die letzten 50 Seiten aufgehoben hat, das war so überhaupt nicht meins. Und alle Catwoman-Fans da draußen, die dieses Buch wirklich großartig fanden, es tut mir leid, aber es war halt einfach nicht meine Geschichte. Ich habe was komplett anderes erwartet. Mir war auch der Superheldenanteil in diesem Buch einfach zu wenig. Und ja, was soll ich dazu sagen? Wenn ihr mehr wissen wollt, schaut im Video vorbei. Es war nicht meine Geschichte, es war nicht mein Buch. Und ja, ich fand den Anfang gut, ich fand das Ende gut, aber dieser komplette Mittelteil war für mich einfach mehr als überflüssig und den hätte man sich einfach sparen können. Und ja, mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Wie gesagt, Catwoman war somit eine Enttäuschung für mich 2018. So, das waren alle Bücher, die ihr irgendwo in einem Video schon gesehen habt. Und ein Buch habe ich noch im Dezember gelesen, was ich nur im Weekly Reading, glaube ich, angerissen hatte und bei den Neuzugängen. Und zwar habe ich im Dezember noch gelesen, der letzte erste Song von Bianca Iosiboni, der vierte und letzte Teil der Firsts-Reihe. Und ach, ich habe so auf dieses Buch hingefiebert. Ich habe mich so schon auf diese Geschichte gefreut. Ich habe Mason und Grace in allen Teilen schon total gefeiert und war so gespannt auf die Geschichte. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, oh, wie macht Bianca das? Wo setzt sie diese Geschichte an? Was wird da wohl passieren? Und dann habe ich das Buch gelesen und dachte so, okay, gut. Und auch hier muss ich sagen, dass ich leider von der Geschichte ein bisschen enttäuscht gewesen bin. Es ist kein schlechtes Buch, ich mag die Geschichte, es ist eine zuckersüße Liebesgeschichte wieder, aber diese Geschichte setzt an einem Punkt an, wo ich einfach dachte, dass wir den schon hinter uns gelassen hätten. Denn wer die Firsts-Reihe kennt, weiß, dass Mason eine On-Off-Beziehung mit seiner Freundin aus der Highschool-Zeit hat. Und ich habe einfach gedacht, dass wir diese Geschichte beginnen und er diese Beziehung schon hinter sich hat. Dass wir uns wirklich dieses komplette Buch auf Mason und Grace konzentrieren können. Dass die Ex dann zwischendrin vielleicht nochmal eine Rolle spielt, okay. Aber ich habe halt wirklich gedacht, wir befinden uns an einem anderen Punkt in dieser Geschichte. Aber leider war es so, dass wirklich die erste Hälfte der Geschichte Mason da immer noch mit seiner Trulla darum gemacht hat und Grace und er sich so ganz langsam angenähert haben und dann irgendwann so nach der Hälfte fing das mit den beiden dann auch so richtig an und das fand ich so ein bisschen schade, weil mir ging dieses On-Off zwischen Mason und seiner Ex dann so die ersten 3 Bücher schon total auf den Sack und ich habe mir die ersten 3 Bücher schon gedacht, so was soll der Scheiß, warum macht er das bitte mit und lässt sich von der Alten da so drangsalieren und dass das dann halt auch hier im 4. Teil wieder so eine große Rolle spielt und da so viel von der Geschichte einnimmt, das fand ich ein bisschen schade, da hätte ich mir einfach mehr Mason und Grace gewünscht und halt mehr Geschichte von den beiden als Mason und Jenny und sie machen immer noch On-Off und er rafft es einfach nicht, dass die Alte dämlich ist und das war mein iPad, Entschuldigung. Und ja, ich fand das halt einfach so ein bisschen schade, dass halt so viel von der Geschichte da für die beiden halt für diese andere Kacke da drauf ging. Und ja, ansonsten kann ich nur sagen, wie gesagt, dass mir die Geschichte gut gefallen hat. Mason und Grace sind ein tolles, tolles Paar. Die passen einfach wirklich super zusammen. Und ich fand das ja auch zuckersüß, wie die beiden so zusammengefunden haben. Und auch das Ende war toll. Und auch der Epilog war ganz toll. Oh, der Epilog war so toll. Und ja, also es ist ein tolles Buch, aber ich war halt so ein bisschen enttäuscht, dass man halt doch noch so viel Zeit mit Mason und seiner Ex da so hat in dieser Geschichte und halt weniger Mason und Grace.
Und ja, ansonsten, worum geht's eigentlich? Es geht um Mason und Grace und die beiden befinden sich an der gleichen Uni und Mason hat eine Band und seine Band hat keine Leadsängerin mehr, denn sie ist fertig mit dem Uni-Abschluss und geht jetzt arbeiten und hat jetzt keine Zeit mehr für die Band. Und ja, Masons Band Waiting for Juliet sucht eine neue Leadsängerin und ja, da kommt Grace ins Spiel. Und Grace hat schon mal bei einem Auftritt ausgeholfen und ist damit eingesprungen im Jahr zuvor, als die Leadsängerin mal krank war. Und hat aber gesagt, dass das die totale Ausnahme ist, denn eigentlich singt sie nicht mehr vor Publikum, weil da was ganz viel Schlimmes passiert ist in ihrer Vergangenheit. Und ja, jetzt hat die Band aber leider immer noch keine neue Leadsängerin. Und Grace wird von ihrer Freundin Emily überredet, doch zum Vorsingen zu gehen und zu zeigen, dass sie es kann und dass sie es drauf hat, um sich halt selbst auch was zu beweisen. Und ja, Grace geht dann zum Vorsingen und die Band ist total begeistert von ihr und möchte sie gern als Leadsängerin. Doch Grace sagt dann, ach nee, doch nicht, hab Schiss. Ja, und so beginnt die Geschichte zwischen Mason und Grace, denn Mason braucht sie als Leadsängerin und sie will aber nicht und Mason versucht sie dann doch irgendwie zu überreden und die beiden, naja, treffen dann halt immer wieder aufeinander, denn sie haben ja auch den gleichen Freundeskreis. Man kennt die Geschichte von den beiden ja auch schon so ein bisschen aus den vorherigen Teilen, man weiß ja schon, was bei den beiden so abgeht. Und ja, eines Tages entsteht dann irgendwie mehr zwischen den beiden und wie gesagt, da kommt dann Masons Ex-Freundin oder noch Freundin und noch Freundin Jenny ins Spiel. Und ja, was dann mit Grace und Mason am Ende alles passiert, das ist es, worum es in diesem Buch geht. Und ja, es, wie gesagt, war eine tolle Geschichte. Ich mochte auch den Schreibstil wieder total. Ich fand das Setting toll, ich fand die Charaktere toll, aber mir war das einfach zu viel Jenny und Mason und zu wenig Mason und Grace. Ich hätte mir da wirklich echt gewünscht, dass wir die Geschichte an einem Punkt ansetzen, wo halt Jenny schon Geschichte ist und dass dann einfach so von Anfang an so die Geschichte zwischen den beiden ist und dann halt vielleicht auch ein bisschen mehr Drama zwischen den beiden halt noch wäre. Aber gut, so war das halt nicht. Es ist halt nun mal die Geschichte so, wie sie ist. Es ist in Ordnung, dass sie so ist, wie sie ist, aber ich hätte mir etwas anderes gewünscht. Deswegen war ich so ein kleines bisschen enttäuscht, weil ich halt auch sehr gehypt war auf das Buch. Und ja, mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Ich finde die Fürstsreihe von Bianca Josi immer noch ganz, ganz toll. Mein Lieblingsteil ist und bleibt der erste, denn dieses Buch ist einfach so witzig und so toll und ich liebe Dylan und ich liebe Emily und ich finde, die beiden passen einfach so perfekt zusammen. Und ja, ich kann euch die Fürstsreihe wirklich nur empfehlen, wenn ihr sie noch nicht kennt. Das ist so eine richtig schöne College-New-Adult-Reihe. Wer sowas gerne liest, sollte sich auf jeden Fall angucken. Und ja, mehr kann ich zu Mason und Grace auch nicht sagen, außer dass ich den Inhalt mochte, auch wenn ich mir was anderes vorgestellt habe. Ich fand die Charaktere wieder wirklich richtig, richtig gut. Ich finde Grace als Charakter wirklich ganz, ganz toll. Ich finde Mason als Charakter wirklich ganz, ganz toll. Die Nebencharaktere kennen wir ja alle schon aus den vorherigen Bänden. Dylan, Emery, Elle und Luke und Tate und Trevor und wie sie nicht noch alle drumherum reisen, die da noch so eine kleine Rolle mitspielen. Und ja, was das Setting betrifft, fand ich es auch wieder super und der Schreibstil gefällt mir sowieso von Bianca. Also Bianca hat einen ganz, ganz tollen, gefühlvollen Schreibstil und ja, mehr kann ich zu dem Buch auch nicht sagen. Ich liebe die Fürstsreihe und ja, schaut sie euch an, wenn ihr sowas gerne lest und ja, mehr kann ich dazu jetzt auch wirklich nicht sagen. Bevor ich das jetzt hier noch fünfmal sage, höre ich jetzt wirklich auf. Das war mein Lesemonat vom Dezember. Wie gesagt, den größten Teil der Bücher kennt ihr ja noch aus dem Dezember, aus den eigenen Videos und mehr kann ich dazu jetzt im Moment auch nicht sagen. Wie immer gilt, wenn ihr die Bücher kennt und schon gelesen habt, schreibt mir eure Meinung gerne unten in die Kommentare. Ich freue mich drauf. Ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Gucken, wünsche euch noch eine schöne Woche und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss!